der Bundeskanzler hat diagnostiziert, es liegt ein Mehltau über diesem Land. Und er hat der Opposition einen Vorschlag gemacht, nämlich das in dem sogenannten Deutschlandpakt gemeinsam zu bekämpfen. Wird das gelingen oder ist das einfach nur ein Slogan? Darüber diskutiere ich mit Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin von den Grünen, und Julia Klöckner. Sie ist die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Darf ich Ihnen einmal Titelbild einer britischen Zeitung, das ist der Economist, ein renommiertes Magazin. Vor 3 Wochen haben die getitelt: Ist Deutschland wieder einmal der kranke Mann Europas? Und beziehen sich darauf, dass wir wirtschaftlich gerade so schlecht da sind. Frau Göring-Eckardt, für eine Regierung, die sich als Fortschrittskoalition einmal vorgestellt hat, desaströs, oder? Das ist kein schönes Titelbild. Und ich glaube, wir haben gut daran zu tun, klar zu machen, so ist es nicht, so wird es nicht sein, und daran zu arbeiten, dass es auch nicht so weit kommt. Und es geht um Europa und welche Stellung haben wir da. Es geht natürlich aber auch darum, welche Position hat Deutschland in der Welt. Und es gibt ein paar Gründe dafür, die objektiv sind. Wir haben, was das Thema Mehltau angeht, sehr viel Stillstand gehabt. Und wir haben dann, als wir in die Regierungsverantwortung gekommen sind, natürlich auch mit dem Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine eine zusätzliche Krise zu bewältigen gehabt. Mhm. Aber wir haben auch, das muss man ganz klar sagen, das haben Sie ja zu Recht analysiert, jetzt keine besonders gute Performance hingelegt, wo alle gesagt haben, die packen das jetzt alles an, das machen die gemeinsam, das funktioniert gut, da wollen wir investieren, da wollen wir dabei sein. Also das ist schon unser Beitrag daran. Und deswegen ist es auch wirklich zentral, dass wir einerseits natürlich eine ganze Menge Geld ausgeben dafür, dass mehr Investitionen stattfinden, dass es besser funktioniert. Aber andererseits geht es auch irgendwie um den Spirit von Politik insgesamt, von der Koalition. Aber da bin ich schon beim Kanzler. Ich glaube, das geht auch in so einer Krise nur vernünftig gemeinsam. Haben Sie gerade gesagt, so ist es nicht, so soll es auch nicht kommen. Das habe ich gesagt, gerne, ja. Frau Klöckner, geben. So ist es nicht. Also Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas. Man kann verschiedene Bilder nehmen, ob es jetzt der kranke Mann Europas ist. Ich mache mir Sorgen um den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Deutschland. Und wenn die Koalition schon in der Bestandsaufnahme scheitert, dann können die Rezepte auch nicht passen. Mhm. Nur ein Beispiel, kurz vor der Sommerpause haben wir in der Regierungsbefragung dem Bundeskanzler die Zahlen vorgelesen von der Bundesagentur für Arbeit. Wir haben steigende Arbeitslosenzahlen, das im Sommer. Wir haben eine Inflation, die gekommen ist, um zu bleiben. Wir sind durchgereicht worden auf Platz 18 von 21 Industrienationen. Wir sind in der Wettbewerbsfähigkeit nahezu abgehängt und wir haben eine Investitionsflucht, wie wir sie historisch noch nie hatten. Das heißt, in der Analyse, das ist nicht eine konjunkturelle kurze Delle mal. Und man kann auch nicht sagen, das ist alles nur extern, also Stichwort russischer Angriffskrieg. Denn während Deutschland schrumpft in der Kraft, in der Stärke, wachsen andere wieder. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es nicht einzelne Stellschräubchen gibt, sondern dass es ein Sofortprogramm Wirtschaft gibt, dass der Kanzler zum Krisengipfel einberuft. Und dass vor allen Dingen diejenigen, die was zu entscheiden haben, also nicht nur drüber reden, sondern auch machen, dass sich zum Beispiel Finanzminister und Wirtschaftsminister nicht gegenseitig blockieren. Und dieser Mehltau, von dem der Kanzler sprach, man hat den Eindruck, dass er so autosuggestiv, als meint er die eigene Regierung und den Pakt, den er anbietet. Da denkt man, macht doch erstmal einen Pakt untereinander als Koalition. Wir sehen es ja zum Beispiel beim Industriestrompreis, das geht hin und her. Und deshalb noch einmal, ich habe große Sorge, denn das Thema Bürgergeld, was wir angesprochen haben, das kann nur dann gezahlt und erhöht werden, wenn es auch Menschen gibt, die arbeiten, die solidarisch sind und vor allen Dingen dann auch etwas abgeben und sich motiviert fühlen. Weil Sie den Pakt angesprochen haben, das wollen wir gerne auch noch mal den Kanzler selbst sagen lassen, wie er es im Bundestag formuliert hat. Ich möchte Ihnen deshalb einen Pakt vorschlagen, sagen wir einen Deutschlandpakt. Ein Deutschlandpakt, der unser Land schneller, moderner und sicherer macht. Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussitzen, Kooperation statt Streiterei. Man käme auf die Idee, Frau Göring-Eckardt, das ist eigentlich auch eine Ansprache an die eigenen Leute. Also warum nicht erstmal einen Pakt für die eigene Regierung, die ja in der Tat, wie Sie es gerade gesagt haben, sich selber durchaus mal blockiert?
Ich habe ja nicht blockiert gesagt, weil ich finde, es ist schon ganz schön viel bei dem allen entstanden, auch bei dem Streit entstanden. Ich gehöre übrigens nicht zu denen, die finden, dass Streit problematisch ist, sondern der Streit muss ein Ende haben und muss irgendwie ein vernünftiges Ziel haben. Aber ich glaube, wir müssen schon auch im Vergleich zu anderen Ländern, hat ja Jörg Klöckner zu Recht darauf verwiesen, uns anschauen, wie sehr wir in Deutschland abhängig waren von fossiler Energie, von russischem Gas, anders als andere Länder. Und wir haben ein Jahr gehabt, in dem es nicht kalt wurde, in dem die Industrie gearbeitet hat. Also da hat auch sehr viel funktioniert. Und darauf müssten wir eigentlich jetzt aufbauen. Tun wir auch. Und deswegen gibt es Unterstützung für Investitionen, zum Beispiel um klimaneutral zu werden, damit Wirtschaft noch weiter funktioniert. Trotzdem, also Sie sagen, es ist gut gelaufen, aber dann doch noch mal die Frage, wie krank steht sozusagen Deutschland als Land da. Die Grafik, die wir alle auch gesehen haben in den letzten Tagen, zeigt die schrumpfende Wirtschaft in Deutschland. Das sind Zahlen von 2023 und Sie können sehen, die Welt hat im Durchschnitt 3% Wachstum. Indien 6%, China 5%, Spanien 2,5%. Und dann geht man weiter runter, Großbritannien aus der EU ausgestiegen, immer noch mit einem Mini-Wachstum 0,4 und dann kommt Deutschland mit minus 0,3. Genau. Wie und deswegen viel ist daran selbst gemacht, nämlich von der Regierung, die seit 2 Jahren im Amt ist, wenn Sie sagen, es ist der Krieg? Also was, ich sage auch gar nicht der Krieg, sondern ich sage vor allen Dingen die Abhängigkeit von fossiler Energie, die wir bewältigen müssen. Und wir sind ja jetzt in einer Situation, deswegen ist das mit dem Industriestrompreis so wichtig, da sind ja auch die Ministerpräsidenten der Union alle dafür. Ich glaube, wenn wir die Industrie in Deutschland halten wollen, und das ist einer der zentralen Fragen, wenn die investieren sollen, dann brauchen die eine Brücke, bis die günstigen Erneuerbaren wirklich da sind. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in Deutschland ein Klima haben, wo alle sagen, ja, da sind wir dabei und deswegen nehmen wir ziemlich viel Geld in die Hand. Also ja, mehrere 200 Milliarden, wenn ich einmal kurz das zu Ende sagen darf, 200 Milliarden im Klimainvestitionsfonds. Das ist so ein Bereich, wo man sagt, ja, da geht es. Was wir eben nicht machen können, ist einfach zu sagen, naja, wir exportieren weiter ein paar Verbrennerautos. So ging das früher immer. Das geht heute nicht mehr und wir sind wirklich in einer großen Veränderung und wir müssen uns mehr anstrengen. Das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube, wenn man das anschaut, was wir wirtschaftlich auf die Schiene gesetzt haben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber es kommt eben auch darauf an, das jetzt real umzusetzen und nicht mehr weiter rumzustreiten. Industriestrompreis ist ein gutes Beispiel für eine Ampel, die funktioniert, Ihrer Meinung nach? Nein. Das ist eine gute Idee. Das würde ich nicht sagen. Idee. Erstmal müssen wir definieren, was Sie darunter verstehen. Ich meine, jetzt hat Trittin hat ja gesagt, er hält gar nichts davon, was Herr Habeck vorgeschlagen hat. Ich würde gerne eins vorangehen. Wir müssen Acht geben. Zumindest wird Sie nicht wundern, dass ich das sage, aber in diese alten Schubladen dieser ideologischen Gesinnungsschubladen zu sagen, sind die Verbrenner, die sind exportiert worden, das ist ein Problem, und die fossile Energie. Schauen wir uns doch mal in Europa um. Auch andere waren abhängig von fossilen Energien. Nicht so stark wie wir. Nochmal, auch andere waren abhängig von fossilen Energien. Schweden zum Beispiel ist ja auch ausgestiegen aus der Kernkraft, steigt jetzt aber wieder ein. Und wenn jetzt eine Regierung in einer Zeitenwende, wenn eine Regierung jetzt die Kriterien nicht erkennt und aus der Kernkraft aussteigt, das Angebot der Energie verknappt, Preise steigen, wir uns noch abhängiger machen, wir importieren so viel Energie jetzt gerade, wie wir selten importiert haben, dann ist das auch ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, wenn die Leute in einem Klima sein sollen, was Sie eben sagten, Frau Göring-Eckardt, das können wir schaffen, ja, dann haben Sie genau das Gegenteil erreicht, auch mit dem Heizungsgesetz. Die Leute haben wirklich Panik und Angst bekommen. Sie haben eine Kaufzurückhaltung. Und jetzt kommen wir mal das Thema Gasumlage. Es war ja auch so ein vermurkstes Ding. Und jetzt kommen wir zum Industriestrompreis. Ganz ehrlich, ich blicke gar nicht mehr durch, was die Ampel hier will. Also der Kanzler hat ja als Kandidat gesagt, 4 Cent Industriestrompreis. Dann hat Herr Habeck gesagt, er will 13 Cent. Aber erst wenn die Offshore-Anlagen da sind, dann braucht man es gar nicht mehr. Dann war er bei 6 Cent. Und dann hat die FDP gesagt, sie will es gar nicht. Und dann sagte der Kanzler, er will es auch nicht. Aber dann jetzt plötzlich, seine Fraktion will den Industriestrompreis. Und jetzt kommt der Herr Trittin, dass er auch dagegen ist. Ich kann Ihnen nur sagen, was unser Vorschlag ist als Union. Wir müssen das Energieangebot erweitern, deshalb nicht Rückbau der 3 Kernkraftwerke. Wir müssen runter mit der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß für die Firmen 0,05 Cent. Wir haben das 40-fache und runter mit den Netzentgelten. Und dann können wir uns anschauen, welchen Brückenstrompreis wir brauchen. Aber das ist ein Gesamtkonzept und Sie das reden da schon so lange drüber. Sie müssen es halt jetzt mal entscheiden, was Sie wollen. Wollen Sie bei der Atomkraft anfangen, wo man da fragen kann, ob man zu früh ausgestiegen ist, wenn man sich jetzt anguckt, sozusagen, dass gerade da unten in Bayern und Baden-Württemberg, wo keine Windenergie ist, gerade jetzt der Strom fehlt?
Ja, und dieses tote Pferd können wir noch ein bisschen reiten. Wir können noch mal ein bisschen darüber reden, was dann alles passieren müsste, damit diese Atomkraftwerke wieder laufen. Ich finde es wirklich eine Diskussion, die uns nicht hilft, weil es viel zu teuer ist. Es ist auch gefährlich, aber es ist vor allen Dingen viel zu... Ländern hilft. Es ist vor allen Dingen viel zu teuer. Sie wissen ganz genau, schauen Sie sich an, was in Frankreich war im letzten Sommer. Da mussten die Atomkraftwerke alle runtergeregelt werden. Warum? Weil das Kühlwasser nicht mehr da war, hat mit der Klimakrise zu tun. Sich in so eine verrückte Idee wieder hinein zu katapultieren, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Sie haben von Süddeutschland gesprochen. Ja. Deswegen ist jetzt klar, Südlink wird gebaut. Also es werden die Netze gebaut, die von Norden nach Süd laufen. Ja, es dauert ein paar Jahre. Das ist genau, etwa vier Atomkraftwerke. Das ist genau der Punkt, über den wir sprechen. Weil es ein paar Jahre dauert, brauchen wir diesen Brückenstrompreis, damit klar ist, die Industrie bleibt. Der hilft übrigens nicht wie die Stromsteuer allen. Die Stromsteuer geringer würde der Industrie gar nicht helfen. Der normale Bürger deswegen würde sich auch freuen, ja, wenn er entlastet werden würde. Für den normalen würde. Bürger bin ich sehr dabei. Sollten wir auch weitere Entlastungen besprechen, aber nicht so tun, als ob die Industrie was davon hat. Die braucht eine andere Maßnahme und da ist der Brückenstrompreis das Richtige. Kommt sowieso nicht, weil der Bundesfinanzminister dafür kein Geld hat. Weil der Bundesfinanzminister dafür kein Geld ausgeben will. Und ja, ich sag aber das mal persönlich, es kommt aufs selbe raus, oder? Nee, es kommt nicht ganz aufs selbe raus, weil die Frage ja ist, wie kriegen wir es eigentlich zusammen? Was machen die Länder, was macht der Bund und wie viel Druck wird auch ausgeübt auf so einen Bundesfinanzminister? Ich persönlich würde immer sagen, ich glaube, es ist nicht sinnvoll, in dieser Zeit an der Schuldenbremse zu kommen. Aber Herr Trittin ist doch dagegen. Herr Trittin ist in unserer Fraktion. Es reicht, wenn der Bundesfinanzminister erstmal dagegen ist. Ja. Und alle sagen, ja, das wollen wir. Also Jürgen Trittin, den ich sehr schätze, ist an dieser Stelle. Und der Bundeskanzler sagt ja, er will darüber diskutieren. Er ist noch nicht überzeugt, aber ich glaube, dass seine eigene Fraktion ihn überzeugen wird. Wir können doch nicht riskieren, wenn ich da sage, wir können doch nicht riskieren, dass die Grundstoffindustrie aus Deutschland weggeht. Und deswegen bin ich auch so vehement dafür. Und ich bin auch überzeugt, dass auch Christian Lindner, wenn mal genügend Leute aus der Industrie mit ihm geredet haben, er kennt da ja einige ganz gut, irgendwann sagen wird, okay, ich bin auch... Aber es gibt ein bisschen mehr, was die Industrie braucht. Also ich glaube, wir müssen auch mal schauen, dass... Es geht ja nicht nur um das Thema Industriestrompreis. Es geht um das Thema Genehmigungsverfahren. Es geht um die Frage der Arbeitszeitflexibilisierung. Die EU lässt zu, eine Wochenhöchstarbeitszeit, wir haben die Tageshöchstarbeitszeit. Es geht um Super- und nicht Mini-Abschreibung. Es geht um Verlustverrechnungen, nicht in die Corona-Jahre, sondern noch weiter. Also da helfen wir gerne der Koalition mit, weil sie es ja bisher nicht hinbekommen hat. Das ist doch gut, aber lassen Sie mal ganz kurz, dass das ein Gesamtpaket wird. Und deshalb sage ich noch mal, die Industrie, und ich unterscheide auch nicht zwischen guter und schlechter Industrie. Das sollte ein Minister, das sollte eine Regierung... Das ist ja nicht eine Unterstellung. Weil ja unterschieden wird. Wer soll gefördert werden, wer soll nicht gefördert werden? Und ein Staatssekretär aus dem Ministerium von Herrn Habeck sagte, naja, wenn die energieintensive Industrie weggeht, die ist ja auch leicht zu kopieren. Ja. Und das ist der Punkt. Es gibt einige auch bei Ihnen, die freuen sich über die Abwanderung von Industrie, weil man dann CO2 einspart. Und da sage ich, Industriestandort Deutschland. Frau Klöckner, wirklich. Das alte Pferd ist ein Staatssekretär bei Ihnen. Das ist so ein Bild von den Grünen, die Sie dann unterstellen, sagen, dann gehen die weg. Nein, das ist gar nicht die Industriepolitik, die wir machen. Das ist ein Zitat, was ich gerade wiedergegeben habe, eines grünen Staatssekretärs. Wir brauchen eine starke Industrie in Deutschland. Und wir brauchen in der Tat, da haben Sie völlig recht, andere Maßnahmen. Zum Beispiel die Abschreibung. Das ist ja in dem Chancengesetz drin, was jetzt gerade besprochen wird. Wenn Sie die Unternehmen heute fragen, ganz zentral Fachkräfteeinwanderung. Wir haben endlich dafür gesorgt, dass es dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel so eine gemeinsame Anstrengung. Also Sie können jetzt weiter aufzählen, was alles schlimm ist oder sowas. Ich glaube, wir sind in einer Phase, wo es sehr viel mehr darum geht, dass gerade die Union, die Union Bescheid, die Partei Sie brauchen, in Deutschland sein müsste, ja, die mit für Stabilität sorgt. Wir waren immer eine staatstragende Partei und jetzt geht es immer nur pieks. Fachkräfteeinwanderung, zentral wichtig. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland eine Situation, eine Stimmung, wo Leute aus anderen Ländern sagen, da kommen wir gerne hin, da wollen wir gerne arbeiten. Anders geht das mit unserer Wirtschaft nicht mehr voran. Und deswegen bitte ich Sie von Herzen, sorgen Sie mit dafür, dass wir das wirklich hinbekommen. Dann sage ich Ihnen, was ich Sie auch gerne bitte. Erster Punkt, sagen Sie, das sei ein Pieksen. Nee, das ist eine konstruktive Opposition. Ohne unsere konstruktive Opposition hätten Sie dieses Heizungsgesetz das erste Mal gar nicht geändert.
Zweiter Punkt ist, ich weiß gar nicht, warum Sie... Aber es ist ja gut, wenn Sie andere Vorstellungen machen. Aber eben sagen, ich soll Sie ausreden lassen. Ja. Einfach mal entschuldigen. Das hätte ich jetzt auch gesagt, weil sonst versteht man überhaupt kein Wort mehr. Wenn Sie sich einmal ganz kurz beide... Und zum Thema, was Sie gerade sagten, Zuwanderung. Wir haben jetzt eine Zuwanderung, nachweislich. Die Zuwanderung geht nicht in den Arbeitsmarkt. Wir haben einen Flaschenhals, der ist ein großes Problem organisatorisch. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode auch einen Systemwechsel hingelegt mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass wir aus Drittstaaten Menschen, die eben keine akademische Bildung, sondern eine sonstige Ausbildung hatten, natürlich hier nach Deutschland ermöglicht haben zu kommen. Problem ist erstens, auf der einen Seite sind es die Leute, die einen Slot buchen müssen bei der Botschaft, beim Konsulat, um überhaupt sich zu bewerben, um eine Arbeitsmigrations-, ein Papier zu bekommen, ein Visum. Solange dieser Flaschenhals nicht gelöst ist, wird auch Ihr neues Gesetz nichts bringen. Und deshalb sagen wir sehr klar, das muss digitalisiert werden. Wer einen festen Arbeitsvertrag vorweisen kann, der muss sich digital anmelden können, ja, der muss auf die Fastlane. Der zweite Punkt ist aber, wir sehen bei dem Thema Zuwanderung, sehen wir aber sehr, sehr klar, dass die höchste Zahl prozentual beim Bürgergeldempfang, das sind Menschen mit Migrationsgeschichte. Es ist nachweislich so. Und wir müssen es schaffen, deutlich zu machen, dass nicht jede Zuwanderung ein Gewinn für dieses Land ist. Warum? Und die, die wir gerne hätten, die sagen am Ende, wisst ihr was? Ich gucke mir mal gerade an, wie hoch die Steuern, Abgaben und Gebühren in Deutschland sind. Da gibt es attraktive Länder, die sind für mich besser. So, Sie sagen, das kommen die Falschen dazu. Und das ist ein Problem, mit dem Sie sich auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, wenn ich das jetzt den letzten Satz... Das Bürgergeld, wenn ich das einfach nochmal aufgreifen darf als Punkt, das Bürgergeld ausgezahlt wird in einer großen Zahl an Menschen eben nicht mit deutschem Pass. Ein Argument übrigens, das Christian Lindner in diesem Sommer auch einmal gebracht hat. Da ging es bei den Kindern, aber es trifft auch die Familien. Ja. Nehmen Sie das ernst? Läuft in der Migrationspolitik in Deutschland etwas so schief, dass Sie meinen, Sie müssten daran mit der CDU? Also ich nehme das sehr ernst, was wir mit der Migrationspolitik gerade machen. Finde vor allen Dingen, dass die Kommunen sehr viel mehr Unterstützung brauchen dafür, dass sie die Menschen unterbringen können. Und wir haben da auch, Sie haben gesagt, Flaschenhals, ich finde, wir haben so eine Welle vor uns, dass es natürlich viele Leute gibt, die schon längst hätten arbeiten können, ja, die das aber über viele, viele Jahre nicht durften und deswegen heute nicht im Arbeitsmarkt sind. Ich bin völlig dabei, wenn Sie sagen, wir brauchen da Digitalisierung, dass die Fachkräfte kommen, ja, aber wir können auch nicht zwischen Guten und Schlechten unterscheiden. Das bringt uns gar nicht. Das ist das, was aus den Reihen der Union jetzt manchmal kommt, ja, wo gesagt wird, das Asylrecht, wie wir es gerade haben, führt eben nicht dazu, dass Menschen kommen, die auf dem Arbeitsmarkt integriert werden können, sondern die gehen dann ins Sozialsystem. Also es wird auch welche geben, die nicht in den Arbeitsmarkt können. Wenn Menschen hierher kommen, die traumatisiert sind, ich bin stolz auf unser Asylrecht, ich bin selbst in der Diktatur in der DDR aufgewachsen, ich weiß, was es bedeutet, wenn man das aus welchen Gründen auch immer, weil Krieg herrscht, weil es Repressionen gibt, wie auch immer, nicht mehr aushalten kann. Deswegen bin ich stolz auf unser Asylrecht, dass wir Menschen aufnehmen, die unbedingt Hilfe brauchen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ja, es ist richtig. Wir sind zu langsam, was die Fachkräfteeinwanderung angeht. Zum Beispiel sagen natürlich Leute, ich könnte nach Deutschland gehen, aber da kann ich die Familie nicht mitnehmen. Deswegen suche ich mir lieber ein anderes Land. Oder ich könnte nach Deutschland gehen, da ist aber die Stimmung so mies, weil dann natürlich fragt der Mensch dann ja nicht, bin ich jetzt für die Fachkraft, weil ich so aussehe, bin ich dann willkommen oder weil ich keine Fachkraft bin und Asylbewerber nicht willkommen? Das ist kein Unterschied. Deswegen, wir brauchen eine gemeinsame Stimmung dafür. Wir sind ein offenes Land, wir brauchen Arbeitskräfte. Die hier sind, sollten so schnell wie möglich arbeiten können, egal ob sie aus der Ukraine kommen, aus Afghanistan oder sonst woher. Und dann müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass sie auch in den Arbeitsmarkt integriert werden. Teilen Sie die Forderung aus der Union, die heißt, wir müssen dieses Asylrecht, das individuelle Asylrecht, abschaffen, wir so wie es jetzt ist? Nicht abschaffen, sondern überarbeiten. Wir sehen doch Folgendes. Also ich finde, dieses Schönreden von Frau Göring-Eckardt ist genau Wasser auf die Mühlen der AfD. Ich bin selbst im Kreistag. Ich bin im Kreistag seit vielen Jahren bin ich ehrenamtliches Kreistagsmitglied. Und wir reden mit unseren Bürgern, und da spielt die Farbe überhaupt keine Rolle. Der Bürgermeister, Verbandsbürgermeisterinnen etc. Und wir haben überall die gleichen Beispiele. Die Kommunen sind überfordert. Sie sagen, wir würden gerne denen helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Wir haben aber ganz viele Menschen hier. Und da geht es um das Thema sichere Drittstaaten, das Thema Moldau, Georgien, Armenien. Wir haben Tunesien, wir haben Marokko.
Diese Ausweitung ist notwendig. Es geht gar nicht um die Prozent, es geht einfach darum, nein, nicht die drei, es geht darum, ob sie endlich hier etwas tun oder nicht tun. Wir haben die höchsten Zuwanderungszahlen. Deutschland ist natürlich attraktiv. Wäre ich Migrant, würde ich natürlich mir Deutschland aussuchen. Bei uns gibt es am meisten Geld. Ich habe mit einem Syrer gesprochen, einem syrischen Flüchtling, der jetzt Bürgermeister ist. Der hat mir erzählt, Frau Klöckner, ich habe zwei Perspektiven. Meine als syrischer Flüchtling, ich habe 1.000 Euro an den Schleuser bezahlt und jetzt als Bürgermeister und wir sind an der Kante. Wir sind attraktiv für Leute, die einfach sagen, wir wollen nach Deutschland kommen. Ich will, dass das Asylrecht bleibt, aber dann müssen wir auch unterscheiden, die nicht bleiben dürfen, müssen gehen. Und deshalb ist auch die Frage, ob wir statt Geld auszahlen, auf Gutscheine gehen, auf Sachleistungen gehen, damit hier auch darum geht es in unserer Gesellschaft. Hier sind Menschen, die arbeiten im Niedriglohnbereich. Sie sehen aber, was andere Menschen bekommen. Und wir haben so eine ungute Stimmung, so ein ungutes Gemisch gerade in unserer Gesellschaft. Und da müssen wir ran, Frau Göring-Eckardt. Wir müssen da ran und es nicht schönreden. Es ist nicht jeder traumatisiert, der hier nicht arbeiten will. So, darf ich Sie mal fragen, was Sie gegen die steigenden Anzahlen von Flüchtlingen denn tun wollen, wenn Sie die Herkunftsländer, zum Beispiel die genannten, nicht zu sicheren erklären wollen. Wie dann? Die mit der europäischen Beitrittsperspektive erklären wir ja dazu. Und ich habe gerade die Zahl 3% hier hineingeworfen. Die meisten Menschen kommen nachweislich aus der Ukraine, aus Afghanistan, aus Syrien, aus Iran, Irak. Und das sind alles Länder, von denen wir wissen, die Menschen, die dort herkommen, die kommen nicht hierher, weil sie auf der Weltkarte gucken, wo kriegen wir das meiste, sondern die kommen hierher, weil sie einen ernsthaften Fluchtgrund haben. Das heißt, wenn Sie in die Kommunen gehen, sagen Sie denen als erste Botschaft, es werden erstmal nicht weniger. Sie haben mich ja nach den sicheren Herkunftsländern gefragt. Ja. Ich bin total einig mit Julia Klöckner, wenn es darum geht, dass die Kommunen das so nicht mehr tragen können. Das funktioniert nicht mehr. Ist das ein Verteilungsproblem oder ist es ein Mengenproblem? Es ist auch immer ein Verteilungsproblem, auch in den Ländern und so. Aber das will ich gar nicht thematisieren, weil es schwer genug ist. Ich finde in der Tat, jemand, der sehr lange hier ist und eigentlich zurückkehren muss, dem müssen wir auch sagen, ja, du musst auch zurückkehren. Ich bin nach wie vor dafür, dass die Verfahren sehr viel schneller gehen müssen, damit die Leute nicht erst ewig hier sind, sich eingelebt haben, in welcher Form auch immer, sondern dass wir klar sagen, Rückkehr ist notwendig, auch Abschiebung ist notwendig, ja, selbstverständlich. Aber wir brauchen eine europäische Politik. Die Anzahl der Menschen, die kommen, können Sie an dieser Anzahl etwas verändern? Ich kann an der Anzahl nichts verändern, wenn es ums Asylrecht geht. Das will ich auch gar nicht. Was ich aber kann, ist sehr schnell darüber zu sprechen. Das war die Frage. Was werden wir denn für eine Perspektive haben? Wir haben Klimaflüchtlinge, wir haben Wirtschaftsflüchtlinge, die können wir sehr gut zu Fachkräften machen. Wir haben Menschen, die aus anderen Gründen hierher kommen. So. Wer wirtschaftliche Interessen hat, für den müssen wir sagen, ja, wenn du hier Arbeit findest, dann sollst du das machen. Deswegen haben wir, das heißt Chancenaufenthaltsgesetz, man kann das auch erst mal probieren, man ist ein Jahr hier und dann muss man wieder weg, wenn man keinen Job gefunden hat. Das ist so eine Möglichkeit, die wir haben. Mhm. Wir sollten aber nicht so tun, als ob wir mit 3% der Menschen, die aus den Maghreb-Staaten hierher kommen, wo zum Beispiel Menschen, die schwul sind, die lesbisch sind, massiv unter Druck gesetzt werden, als ob wir damit was lösen. Wir haben ganz wenn ich weiter reden dürfte, damit würden wir auch die Kommunen hinters Licht führen, wenn wir so täten, als ob wir es damit lösen. Und ich finde in der Tat, vielleicht haben wir einen neuen Flüchtlingsbegriff, weil ich nämlich glaube, wer hier ist und arbeiten kann, soll so schnell wie möglich arbeiten, weil wir diese Fachkräfte brauchen. Wer zurückkehren muss, soll auch abgeschoben werden. Aber wir können nicht eine Stimmung produzieren, wo Menschen aus anderen Ländern sagen, um es kurz zusammenzufassen, neulich sagte mir ein Bürger, der sagte, wer Geld hat, der verlässt Deutschland und wer keins hat, kommt nach Deutschland. Das mag zugespitzt sein. Ja. Aber wenn Sie davon sprechen, Klimaflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge unter einem klassischen Flüchtling, so wie er definiert, ist jemand, der um sein Leib und Leben fürchtet, dem wir helfen müssen. Und da sage ich auch aus christlicher Nächstenliebe und unserem Menschenrechtsverständnis heraus. Aber wenn wir weitere Definitionen haben, klar gibt es einen Grund, dass ich sage, wenn ich woanders bin, lebe ich besser, kann ich vielleicht besser arbeiten. Aber wir müssen doch auch mal akzeptieren und anerkennen, dass genau Schleuser mit diesen Argumentationen, mit dem, was sie jetzt heute im Fernsehen hier von Ihnen hören, genau vor Ort werben. Ich war jetzt im Kongo. Ich bin häufig Sie haben in gesagt, Afrika. Sie wollen es kurz zusammenfassen. Darf ich darum bitten? Und deshalb sage ich am Schluss, wir müssen klar für
Ordnung sorgen und ordnen, ja, heißt, und Humanität, und beides ordnen heißt am Ende nicht alles laufen lassen, sondern für die da sein, die unsere Hilfe brauchen. Das heißt aber auch sehr klar zu allen anderen zu sein. So, das werden wir uns angucken. Nancy Faeser hat heute beschlossen, dass wir erstmal von Italien keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Also das ist eine Diskussion, die in diesem Herbst wahrscheinlich in den Wahlkampf auch kommt. In Bayern ist Wahlkampf. Eine kurze Frage für Sie beide zum Schluss. Die kann man mit Ja oder Nein beantworten. Das ist immer das Gefährlichste, wenn Sie sowas ankündigen. Das ist gut so. aber das ist ernst. Ist es richtig, dass Hubert Aiwanger noch im Amt ist als bayerischer Wirtschaftsminister, stellvertretender Ministerpräsident? Es ist wichtig, dass er in dieses Amt nicht wiederkommt. Frau Klöckner? Ich finde, auch kein anderes übrigens. Also. Ich finde, dass Markus Söder richtig entschieden hat. Es war ein Dilemma, aber sonst wären die Freien Wähler, sonst hätte er einen ganz anderen Opferstatus jetzt auch noch mal. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Klöckner. Vielen Dank, Frau Göring-Eckardt, dass Sie heute hier waren. Wir reden weiter.